Die drei amerikanischen Astronauten Purdy, Eldon und Brown sind zu dieser Stunde Gäste des Bundespräsidenten. Ab morgen werden sie auf einer Tournee die größten Städte der Bundesrepublik besuchen. Da keiner der drei Astronauten zur Verfügung stand, baten wir Raumpilot Major Gary Wycliffe zu uns ins Studio, der sich bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn befand. Wir werden ihm heute Abend Fragen stellen, die uns weniger der technischen als der menschlichen Seite der Raumfahrt näher bringen. Mr. Wycliffe, you are, I understand, an astronaut with considerable experience and have in fact been twice around the moon? Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch? Jawohl. Oh, na dann ist ja alles viel einfacher. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn? Nein. Nicht? Ah ja, aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr? Nein. Nach meinen Informationen, sind Sie sicher, dass Sie kein Astronaut sind? Ja. Und Sie sind auch nicht früher einmal Astronaut gewesen? Nein. Ich bin Verwaltungsinspektor. Bitte? Ich bin Verwaltungsinspektor. Ah ja, Verwaltungsinspektor, Herr... Wieland. Herr Wieland, Verwaltungsinspektor, das ist ein erregender, abenteuerlicher Beruf, nicht wahr? Ja. Um als Verwaltungsinspektor unter Tausenden von Bewerbern in die engere Wahl zu kommen, mussten Sie sich ungewöhnlich harten körperlichen Tests unterziehen? Nein. Nicht. Aha. Die Schwerelosigkeit ist wohl dann auch nicht das Hauptproblem Verwaltungsapparates? Nein. Herr Weiland. Wieland. Wieland. Was war bisher die äußerste Beschleunigung, der Sie ausgesetzt waren? Im Großen und Ganzen in 18 Sekunden auf 100. Mein Wagen ist da ja nicht so. Ihr Kreislauf hat bisher nicht darunter gelitten? Nein. Nicht? Ah ja. Das ist erstaunlich. Herr Wieland, sind Sie verheiratet? Ja. Aha. Sie haben also nicht den Eindruck, dass der Beruf für Ihre Gattin eine unzumutbare Belastung darstellt? Nein. Dann sind Sie also auch nicht der Meinung, dass, dass Verwaltungsbeamte grundsätzlich unverheiratet bleiben sollten? Nein. Nicht. Ah ja. Herr Weiland, Wieland, was war bisher die äußerste Entfernung von der Erdoberfläche, in der Sie gearbeitet haben? Ja, wir arbeiten jetzt im dritten Obergeschoss. Haben Sie jemals befürchtet, von dort oben nicht mehr zurückzukehren? Nein. Nicht? Ah ja. Aber Sie können wohl fest damit rechnen, dass Ihnen nach dem Ausscheiden aus dem Verwaltungsdienstes eine repräsentative Stellung in der Industrie angeboten wird? Was? Herr Wieland, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Die drei amerikanischen Astronauten, Purdy, Eldon und Brown, sind zu diesem... Du darfst mich nicht so angucken. Weil da keiner der drei Astronauten zur Verfügung stand, baten wir Raumpilot Major Gary Wycliffe zu uns ins Studio.